Ein Teufel verlief sich auf dem Weg in die Hölle und schwitzte so sehr, dass er daraufhin ein kühlendes Bad im Bach nahm. In der Hölle angekommen, berichtete er seinen Artgenossen begeistert von der Schlucht. Fortan trieben sie gemeinsam nahezu täglich dort ihr Unwesen. Die Teufel wurden immer übermütiger. Sie warfen Felsbrocken umher und rissen Bäume aus. Dunkle Dampfschwaden stiegen auf und die Fische starben. Die Dorfbewohner bekamen es mit der Angst zu tun. Die Bewohner baten um Unterstützung. Nur dank der Hilfe eines Paters aus Olten konnten die Teufel vertrieben werden. Die Industrialisierung führte dazu, dass die Menschen ein verstärktes Bedürfnis nach Natur und reiner Luft verspürten. 1899 wurde die Idee eines Wanderweges durch die Teufelsschlucht erstmals formuliert. Mehrere Vereine der Region unterstützten dieses Vorhaben. Nach anfänglichen Bedenken erwies sich dieser Vorschlag für die Hegendorfer Behörde jedoch als vorteilhaft, da sie so ferner einen Abfuhrweg für die Holzindustrie erhielten. Durch die Eröffnung der Lungenheilstätte auf dem Allerheiligenberg im Jahre 1910 wurden die bereits vorhandenen Strecken durch die Teufelsschlucht vollständig zu Wanderwegen ausgebaut. Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort ist dieses Ausflugsziel leider nicht für mobilitätseingeschränkte Personen geeignet.